Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu Aeroflight SF2, dem Flugsimulator, heute mit der Boeing 747-400 und Lufthansa. Ja, wir sind auf den John F. Kennedy Airport in New York, oder bei New York, ist ja ein bisschen außerhalb. Dort hinten seht ihr die City von New York City und wir wollen Richtung L.A. Und vorab für alle Flugzeugfreunde, ich bin kein Profi. Ich bin eher der Bruchpilot und der ein oder andere wird sich wahrscheinlich jetzt freuen, schafft er es überhaupt, die Landebahn zu erreichen und das Flugzeug zu starten? Ja, das werden wir sehen. Auf jeden Fall werden wir zwei Parts machen. Einen, wo ich jetzt quasi hier starte mit der Boeing und dann werden wir noch einen machen, wo ich versuche in L.A. zu landen. Ja. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir lösen die Bremse und werden jetzt gemütlich hier losrollen. Hier sind wir. Oh, hier muss man ein bisschen. Ich habe immer noch keinen Co-Pilot. Oh, was hat er jetzt gemacht? Das wäre ganz toll. Ich habe vergessen, eine Taste zu belegen für rein- und rauszoomen. Das müssen wir jetzt gleich mal machen. Oh Gott. Ich musste alles umstellen. Alles Sicht, Sicht hier, die Sicht, bla bla bla, zoomen, ach so, hier, naja, das machen wir so hier und so, dann sollte es eigentlich gehen, gucken wir mal, ob das geht, na, dann geht der Ton aus, ne, immer wenn ich drücke, ja, das ist ja richtig super, ach, erstmal ganz komisch, hier überhaupt im Flieger zu sitzen. Wir rollen hier schön gemütlich. Ich habe hier die ganzen Knöpfe. Ganz ehrlich, ich habe absolut keinen Plan. Ich muss da immer die Pappnase dafür ins Boot holen. Aber wie gesagt, ich mache heute ein Video. Und deswegen wird das eher so ein bisschen... hier kann ich mir doch anzeigen lassen. Ja. Das ist eigentlich egal. Hier mit diesen ganzen Knöpfen hier, oh Gottchen, Gottchen, Gottchen. Ah ja, ich habe wieder alles vergessen. Aber ist egal. Ich muss mal gucken, was eigentlich Q. Das ist ja ganz schön nervig. Ich musste nämlich alle meine Einstellungen wieder komplett Q zoomen. Dann ist hier Ton und da ist Q Ton aus. Braucht kein Mensch, ey. Machen wir mal, was nehmen wir denn von der Taste hier? Zack. Oh. Ja, angenehmer. So, okay. Bisschen zu schnell hier. Wo fahren wir denn eigentlich hier am blödesten hin hier? Das sind ja hier vier Start- und Landebahnen. Ups, das da. Oh, ich hab das zu. Das ist sehr, sehr sensibel, ne? Ach ja. Hey, schau mal. Ey, das wird ja hier der absolute Horrorflug hier. Wo stelle ich denn das ein hier? Die Sensibilität. Ich glaube bei allgemein, ne? Nee, doch hier bei sonstiges? Nee, Grafik auch nicht. Ich habe ja die höchste Einstellung gemacht, die es gibt. Empfindlichkeit niedrig. So, jetzt ist aber gut. Oh ja. Okay. Also, wir werden erstmal hier langfahren. Hoffentlich ist die richtige Seite, wo ich jetzt langfahren muss. Ich gehe mal rein. Ich sehe jetzt hier nichts. Irgendwo gab es auch die Möglichkeit, dass ich hier das noch ein bisschen mehr daran zoome. Und hier vielleicht noch irgendwas? Nee, nee. Ist egal. Gut. Oh. Ich glaube, ich fahre jetzt hier voll auf die... Ja. Wir haben die Freigabe. Wir dürfen hier langfahren. Wir sind das einzige Flugzeug, das heute hier startet. Da ist nämlich... Taubenfutter liegt da hinten oben. Ach, das kann was werden. Wir werden auf jeden Fall über die Stadt New York nochmal rüberfliegen.
Ist schon ein schöner Flughafen. Und ja, nicht so schnell, weil da merkt man immer, dass hier die Vorderachse so ein bisschen oder das Bugrad sich so ganz komisch bewegt. So, schön. Lichter sind an. Könnte natürlich jetzt noch ein bisschen schneller. Ich hätte jetzt hier links lang fahren müssen, aber naja. Wie gesagt, ich bin kein Flugexperte. Wenn ihr Verbesserungen habt, dann könnt ihr die gerne reinschreiben. Und für mich ist es jetzt einfach so, in der Zeit, wo ich Urlaub habe, einfach mal so ein, naja, Indikator, um mal zu sehen, kommt das noch an? Ein Flugsimulator hier auf meinem Kanal? Da fahre ich. Genau. So. Hier die einzelnen Kameraperspektiven, die es hier so gibt. Und ich eier hier was rum. Die Räder, die eiern hoch. Also, ich sage mal so, weil ich ja oft genug gefragt werde, obwohl ich hier ein Flugexperte bin, no, dann sage ich, der war schuld. lohnt sich das Spiel? Ich muss wirklich sagen, ihr solltet auf jeden Fall einen Rechner haben, der ein bisschen Performance hat. Zweitens solltet ihr. Oh, die wäre eigentlich noch besser, die Startbahn, ne? So, dann werden wir mal hier eine Drehung machen. Bisschen abbremsen. Dann solltet ihr auf jeden Fall ein bisschen Flugerfahrung haben für Leute, die mit dem Microsoft Flight Simulator, ja, die sollen sich lieber X-Plane holen, weil das ist hier definitiv ein bisschen einfacher, darum eher was für mich. So. Erstmal Flugzeuge rumkriegen. Tun wir uns hier auf die Hochachse wenden hier. Macht da ganz gut. Ach, sieht das cool aus. Die Wiederholung werden wir uns dann anzeigen, wie wir denn gestartet sind. So weiter, 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 weiter. Ja, komm. Los, 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 geht ganz langsam. Wieder weg mit dem Schub. Der hat ja immer ein bisschen Schub, da müsste ich jetzt Parken reinmachen. Ja. Ja, hoffentlich ist die Startbahn nicht zu kurz. Und dann sage ich mal danke für dein Abo. So. So. Okay. Ich stehe noch nicht hundertprozentig. So, ready to take off. Warte mal. Hier wird es mir dann nochmal angezeigt hier. Die Flaps out habe ich auf. So. Auf 5%. Ah, 10%, da macht das schon rot. Ich denke mal, ich werde. Ach so, der muss erstmal dahin gehen. Ah! Gut. Okay. Wir werden jetzt nicht so direkt mit dem anfangen. Ich glaube, bei 240 Knoten könnte ich eigentlich starten. Na, nee, 240 nicht, oder? Na, wir schauen mal. Ich mach mal die Triebwerke jetzt höher. No, erstmal nochmal von außen gucken hier, ob alles okay ist. Ja, die Flats sind draußen. Okay. Dann müssen ja vorher das Flugzeug ein bisschen ablaufen. Wir machen jetzt mehr Schub.
Lösen die Bremse. Und jetzt geht er. Ganz leichte Bewegung nur machen. Ich habe immer ganz Angst, dass ich immer von der Bahn runterkomme. Ich bin jetzt bei 160. Ich bin voll beladen, also muss ich noch ein Stück. Und ich denke mal, ich kann jetzt langsam hochziehen. Warning, Warning, warum Warning? Huhu! Fahrwerk rein. Oh, buh, ha, hi. Das ist noch nicht ganz drin, aber jetzt gucken wir mal. Ja, ich mag das. Oh, guck mal hier. So, jetzt mache ich das mal. So, und jetzt, guck mal, wie er jetzt hochgeht. Die Maschinen auf jeden Fall schon bei ordentlich Schub. Ach, herrlich. Da bin ich stolz. Wenn ich das bei DCS mache, dann platzt mir immer ein Reifen. Ja, hier mal so rumeiere. Und man merkt auch, dass sich denn so ein bisschen... Der ist irgendwie vorne so leicht. Guck mal, der hebt schon vorne ab. Und da muss ich erstmal gucken, bei welcher Geschwindigkeit. Ich bin schon bei über 200. Eieieiei. Ich hätte wahrscheinlich schon hochheben können. Wie weit ist denn da noch? Naja, ich hätte schon längst hochheben können. Ich bin schon mit dem Vorderrad, deswegen konnte ich auch nicht mehr lenken. Und man merkt auch hier ganz... dass die Reifen hier in der Mitte schon hochkommen. Ich hoffe, ich habe nicht zu doll zu steil gezogen. Guck mal, da in der Mitte sitzt schon hoch. Oh, das sieht einfach nur geil aus. Das sieht einfach nur geil aus. Muss ich wirklich sagen, es ist einfach nur herrlich. Ah, ich mag das. So eine Wiederholungsdinger, ey. Wie das Fahrwerk so nach hinten kippt, ne? Das ist einfach... Ah, oh, cool. Und da hinten ist New York und da werden wir jetzt, ja, werden wir doch rüberfliegen, ne, müssen, ne? Ah, schön. Gut, wir gehen wieder in den Inneren. Machen das hier. Machen die Flats wieder zurück. Und müssen jetzt hier rüber. Und eine leichte Kurve hier fliegen. Über New York. Aufpassen, dass der Saft nicht rausläuft hier, der Tomatensaft. Oh, mach ja mal eine ordentliche Kurve hier, ne? Hier, da wo die Reichen wohnen. Da hinten ist Manhattan. Gut zu erkennen. Ach, das ist aber herrlich. So. New York City. So, ja, mal schauen. Wir sind noch nicht 100% hier auf Kurs, aber das wird. Was macht da Warning? Habe ich irgendwas noch vergessen hier? Wieso macht der Warning? Die Triebwerke laufen alle? Steige ich zu schnell oder was ist los? Wir müssen jetzt irgendwie auf eine gewisse Fußzahl kommen jetzt hier.
So, Warning ist vorbei. So, wir sind bei 6.000. Ich denke mal, wir müssen bei 12.000 oder 15.000 müssen wir jetzt langsam hoch. So. Ihr habt zwar keine Ahnung. Wir waren das Mann. V-Speed. Jetzt geben wir mal 15.000 ein. Holt ist auch drinne. Elnaf oder Enaf? Oh Gott, ey. So, warte mal. Der müsste jetzt eigentlich... Aber schau mal, nimmt er jetzt den Flug an, oder? Wir machen das mal so hier. Dass ich hier das habe. Und ich glaube, er geht jetzt Richtung... dass wir jetzt hier lang fliegen. Keine Ahnung. Oh, was habe ich jetzt gemacht hier? Ich habe jetzt einzelnen Schub gegeben hier mit dem... Oh Gott, was ist denn hier los? Warum ist hier noch Warning? Einfach draufdrücken, dann geht's aus. Ja, so läuft's. Holt ist ausgegangen. Er müsste sich jetzt eigentlich... Jetzt halt die Höhe drinne, aber ich habe wahrscheinlich das andere wieder vergessen, wie das geht. Machen wir nicht so viel. Ach, einfach ein paar Knöpfe drücken, dann wird er schon finden, wo wir lang müssen. Was ist das für ein Zeichen? Kommt da ein Torpedo auf mich zu? Wir noch nicht auf der Höhe? Wir sind jetzt auf Höhe... Ah, noch nicht. Der macht 2100 Höhe, aber das... Ich kann immer noch Gas geben. Ah! So, das ist mir alles zu viel. Plus Warning. Ich glaube, das hätte ich schalten müssen, ne? Aber ich kann immer noch diesen Speed machen. Ah, jetzt macht das alleine. Jetzt macht das alleine. Ich drücke nämlich die ganze Zeit jetzt hier, siehst du? Jetzt macht das alleine und ich mache nichts. Oh, ich habe 2000 gemacht. Ah, und glaube, der ist auf Position. Mit blödes Rumgetickere habe ich das irgendwo, die Vermutung, dass ich es habe. Ich weiß es nicht genau. Aber guck an, der geht mit der Nase jetzt langsam runter. Was haben wir jetzt? Wir haben bald die 15.000, ja, die haben wir erreicht. Ah, so 100% fliegt er da nicht lang. Ah ja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin eben der Bruchpilot. Ich kann das Ding hier 1000 Mal fliegen und dann immer wieder vergessen.
welchen Knopf ich noch drücken muss und hast du nicht gesehen. Und also, der geht jetzt noch ein bisschen runter. Bei 15.000 soll er es eigentlich halten. Der nimmt jetzt Geschwindigkeit raus. Wir sind bei 15.000. Wir sind kurz ein bisschen Sinkflug. Und dann werden wir gemütlich Richtung LA fliegen. Wir sind jetzt vom Kurs ein bisschen abgewichen. Aber ich habe bestimmt hier irgendwas vergessen. Ich habe hier die ganzen Knöpfe gedrückt. Vertikal, bla bla bla. Jetzt geht er wieder ein bisschen hoch. Oder? Geht er jetzt runter? Geht immer noch weiter runter. Der soll doch. Der soll doch nach oben, Mensch. Ah! Reindrücken. Ach, was ist ich? Hauptsache es leuchtet irgendwas. Ah, der macht irgendwie wieder Schub an. Und wir steigen wieder. Gut, Freunde. Das ganze Gejammere kann man sich ja nicht angucken, was ich hier mache. Wir sehen uns dann. Ich werde jetzt weiterfliegen. Wir sehen uns dann. Paar Stunden später, kurz vor LA. Ich kann ja mal hier zeigen, wo ich hier lang fliege. Also hier erstmal lang. Oh Gott. Ich muss auf die Navigationskarte. Navi. Ja, also wir driften so ein bisschen ab, aber ist ja nicht so schlimm. Na, komm her. Wir wären hier kurz vorher. Wären wir hier in der Drehe, werden wir dann langsam langfliegen und dann in Los Angeles ja, landen. Und da würde ich einfach sagen, dass wir hier an dieser Stelle einen Cut machen. Und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Und schreibt rein, ja, und seid nicht so böse, dass ich das nicht kann. Ich kann eh ins auf die Fresse fliegen. Ja, mit den Worten, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.